Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr da seid. Heute nehme ich euch wieder mit beim Putzen. Es gibt einiges zu tun. Wegen den Feiertagen ist bei uns einiges liegen geblieben. Wie ihr dann auch sehen werdet, es sah wirklich sehr chaotisch aus. Okay, es sieht immer wieder mal bei uns chaotisch aus, aber wegen den Feiertagen sah es jetzt noch mal ein bisschen schlimmer aus wie sonst. Ich habe jetzt über Ostern einfach sehr wenig im Haushalt gemacht. Ich hatte vor den Feiertagen noch mal alles super schön gründlich sauber gemacht und dann aber an den Feiertagen, also ab Karfreitag, habe ich dann quasi nur noch das Nötigste gemacht. Und dementsprechend sah es halt echt gar nicht mehr so gut aus. Und wir waren viel unterwegs, also bei Familie, Verwandtschaft. Und waren einfach nur zu Hause immer, sag ich mal, so kurz. Ja, schnell Frühstück oder so. Oder schnell mal Abendessen, bevor die Kinder ins Bett gegangen sind. Und die Abendroutine war auch nie so wie immer, weil die Kinder abends sehr lange wach waren. Und deshalb konnte ich dann auch abends nicht mehr so viel im Haushalt machen, beziehungsweise hatte ich dann auch keine Lust mehr. Und ja, wir haben einfach viel Familienzeit genossen. Wir haben auch einen Ausflug gemacht und deshalb sah es halt eben so aus. Und aber nach den Feiertagen ging es dann für mich eben los. Mein Mann ist auf die Arbeit und ich habe dann angefangen wieder mit meiner Alltagsroutine, Haushalt machen. Vormittags ist ja für mich meistens so Haushalte und nachmittags Kinderbeschäftigung. Und an diesem Tag habe ich vormittags das Erdgeschoss sauber gemacht. Am nächsten Tag hatte ich dann das Obergeschoss sauber gemacht. Eigentlich wollte ich euch dort auch noch mitnehmen, aber irgendwie habe ich die Kamera nicht richtig eingesteckt zum Laden und deshalb war sie am nächsten Tag immer noch leer und deshalb konnte ich euch da leider nicht mitnehmen. Muss ich dann das nächste Mal machen, aber oben in den Kinderzimmern sah es halt eben auch sehr chaotisch aus. Wir hatten keine Zeit gehabt, als die Spielsachen aufzuräumen. Genau, aber wir hatten wunderschöne Feiertage. Ich hoffe, ihr auch. Und ich wollte auch nochmal hier die Möglichkeit nutzen und auch nochmal herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten zu sagen. Schön, dass ihr da seid. Ich stelle mich kurz nochmal vor. Ich bin Ina, ich bin 31 Jahre alt, habe drei Kinder. Die Sophie, die ist 5 Jahre, der Mike, der ist 2 Jahre und der Nick, der ist 5 Monate. Ich bin verheiratet seit 8 Jahren und wir wohnen in diesem Haus schon fast 3 Jahre. Wir haben das gebaut und fühlen uns sehr wohl hier. Genau. Und putzen tue ich sehr gerne eigentlich und nehme euch da einfach auch gerne mit ein bisschen zur Motivation, manchmal auch für mich halt zur Motivation. Und so haben wir, glaube ich, alle etwas davon. Ich habe jetzt die Küche erstmal so grob sauber gemacht, weil ich wollte erstmal dieses grobe Chaos entfernen, weil mich das irgendwie gestört hat, weil dieses Chaos sich durch die ganze Wohnung, wollte ich sagen, durch das ganze Haus gezogen hat. Und deshalb wollte ich jetzt erstmal den ganzen Chaos beseitigen, bevor ich wirklich ans Putzen gegangen bin, weil ich wusste auch nicht, wie gut der Nick schläft, ob ich überhaupt zum Putzen komme oder ob ich nur Zeit habe, das Chaos zu beseitigen. Aber deshalb habe ich erstmal die ganzen Sachen verräumt, hier auch die ganzen Jacken und Mützen und so alles mal hier verräumt. Die Kinder, die legen das hier hin, die Mützen und Schals gucken sie, dass sie eigentlich schon verräumen und die Schuhe. Aber die Jacken können sie nicht alleine noch aufhängen, da haben sie Probleme mit, aber das kann ich auch voll und ganz verstehen und das mache ich natürlich auch für die. Und ja, nachdem ich dann das Chaos so entfernt habe im Erdgeschoss, dann habe ich angefangen mit Putzen, erstmal mit dem Gästebad. Ich habe dafür auch meine Gummihandschuhe wieder angezogen. Ich habe euch ja in einem Video erzählt, dass ich jetzt
mir angewöhnt habe, mit Gummihandschuhen zu putzen. Ich denke, das ist viel besser für die Hände. Ich brauchte vielleicht mal eine Weile, sie anzuziehen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht eine Nummer zu klein gekauft habe. Ich habe sie in M genommen. Aber wenn ich sie anhabe, dann sitzen sie eigentlich ganz gut. Aber das Anziehen, das dauert so ein bisschen. Und aber ja, so sitzen sie halt eben ganz gut. Ich habe dann erstmal auch alles schön eingesprüht, damit das Putzmittel so ein bisschen wirken kann, vorarbeiten kann, damit ich dann nicht so richtig stark schrubben muss, sage ich mal. Und dann genau, bin ich in die Dusche gegangen, habe dort die Scheibe geputzt und so grob die Dusche. Da brauche ich irgendwie als nicht so lange die Dusche zu putzen, obwohl die bei uns auch sehr oft in Verwendung ist. Also ich benutze die hauptsächlich, würde ich jetzt mal sagen, weil die eben im Erdgeschoss ist und ich dusche immer abends. Und damit die Kinder nicht vom Duschwasser, von diesen Duschgeräuschen wach werden, deshalb dusche ich halt eben unten, damit es halt eben, ja, nicht ganz so laut ist, wie wenn ich oben duschen würde. Und aber ich tue immer danach eben die Dusche trocken wischen mit so einem Lappen. Und ich glaube, deshalb muss ich auch dort nicht so viel alles machen. Also da ist es eigentlich immer sehr schnell einfach. Ja, die Scheibe mache ich ab und zu mal sauber und so ein bisschen polieren die Fliesen und das war es dann eigentlich schon. Und genau, ansonsten wollte ich euch noch erzählen, dass ich jetzt mir vorgenommen habe, einen Videotag einzulegen. Und zwar habe ich mir vorgestellt, dass ich immer sonntags gegen 18 Uhr ein Video hochlade. Aktuell, ja, würde ich diesen Tag jetzt einfach mal festhalten. Falls ich mal in der Woche schaffe, zwei Videos zu machen, dann kommt das zweite Video einfach so irgendwann mal spontan hoch. Mal gucken, ob ich irgendwann mal schaffe, noch einen zweiten Tag einzulegen. Aber genau, ich werde es jetzt erstmal so fix halten auf einen Tag die Woche. Und ich habe ja noch einen anderen YouTube-Kanal. Dort mache ich so Family-Vlogs, einfach über meinen Alltag. Falls euch das auch interessiert, könnt ihr dort auch mal gerne vorbeischauen. Ich habe unten immer in der Infobox den Kanal verlinkt und dort kommt auch immer ein Video. Ich hatte ursprünglich drei Videotage dort, aber ich schaffe das aktuell nicht so, die einzuhalten. Deshalb habe ich gedacht, ich nehme mir so ein bisschen den Druck jetzt erstmal raus und mache pro Kanal ein Video und dort eben dann auch am Samstag, dachte ich mir dann, gegen auch 18 Uhr am Abend. Und nur, dass ihr Bescheid wisst, jetzt bald geht es für uns in den Urlaub. Also wir machen eine längere Reise, eine richtig, richtig tolle Reise. Über 3 Wochen mehrere Länder bereisen wir, Luxemburg, Belgien, Niederlande, Dänemark. Und wir haben dafür einen Wohnwagen gemietet und für diese Zeit weiß ich nicht, ob ich diese Videotage dann einhalten kann, weil ich ja nicht so diese Putzroutine habe, wie ich sie jetzt hier zu Hause habe. Natürlich werde ich trotzdem dort ja den Wohnwagen sauber halten müssen und so ein paar gewisse Dinge schon sauber machen müssen, aber es wird sich ja nicht so, ja, wird nicht so viel sein wie jetzt zu Hause. Falls ihr doch hier auf diesem Kanal auch ein Video haben möchtet, ja, zu meiner Putzroutine im Urlaub, dann lasst es mich gerne wissen. Entweder einen Daumen nach oben oder schreibt es gerne in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Ansonsten, so ein Family-Vlog wird es auf einem anderen Kanal, denke ich, über den Urlaub geben. Einmal die Woche. Genau. Ansonsten bin ich jetzt hier im Flur, also in unserer Garderobe. Da haben wir ja auch einen sehr großen Spiegelschrank. Da habe ich jetzt auch den Spiegel sauber gemacht und die Tür zur Garage, die hat auch immer wieder mal Fingerabdrücke, weil ja, die Kinder halt da öfter mal dran fassen. Ich hatte zwischenzeitlich auch eine Pause drin, hatte den, der Nick ist ja auch zwischenzeitlich auch mal aufgewacht und ich habe mich mit den Jungs beschäftigt. Also dieses Video entstand jetzt nicht an einem Stück, aber ich denke, das ist vielleicht auch für die meisten klar, wenn man 3 Kinder hat, dass man da jetzt nicht am Stück putzen kann. Da muss man immer wieder mal auch
Pausen einlegen, aber es hat trotzdem ganz gut an dem Tag funktioniert. Ich bin gut durchgekommen am Vormittag und genau, habe jetzt den Esstisch sauber gemacht und den Stuhl von Mike, das hat man jetzt nicht ganz gesehen, es stand ein bisschen an der Seite, habe den dann ins Wohnzimmer gestellt, dass der nicht stört, und habe die anderen Stühle dann auch noch hochgestellt, weil ich danach noch den Boden gewischt habe. Wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ist auch sehr gut für den Algorithmus. Und ja, jetzt bin ich irgendwie wieder in der Küche gelandet und räume die Spülmaschine aus. Vorhin hat nicht alles in die Spülmaschine reingepasst. Wen hat's gewundert? Also mich auf jeden Fall nicht. Ich meine, es hat sich so viel an Geschirr angesammelt, obwohl wir ja die meiste Zeit unterwegs waren. Aber trotzdem hat man halt zu Hause gefrühstückt oder halt Abend gegessen. Und ja, wir haben auch in der Zeit ein bisschen was gebacken. Wir hatten... Also wir hatten solche Osterkränze gebacken und noch so einen Regenbogenkuchen. Und das habe ich mit den Kindern zusammen gemacht. Und ja, von der Bäckerei ja, lagen halt eben auch noch einige Sachen in der Küche rum. Ja, auf jeden Fall habe ich dann alles, was noch übrig geblieben ist, in die Spülmaschine reingemacht, habe dann die Küchenmaschine, sag ich mal, grob sauber gemacht. Also die, ich habe jetzt an diesem Tag jetzt nicht alles so gründlich gemacht, wie ich das normalerweise jede Woche mache, also dass ich dann auch die Kaffeemaschine auseinanderbaue, sag ich jetzt mal, und dann wirklich richtig fein säuberlich schrubbe. Das habe ich jetzt an dem Tag nicht gemacht, weil es einfach wirklich viel gab zu tun, also viel zu tun gab, und ja, da musste ich auch immer gucken, dass ich mich nicht zu lange an ja, an einzelnen Dingen ja, festhalte, damit man halt einfach dann durchkommt. Sonst ist dann ein Raum sauber und die anderen Räume sehen dann halt eben so immer noch so aus, wie sie waren, und das ist dann halt auch blöd. Deshalb gucke ich, dass ich immer, habt ihr vielleicht auch vorhin gemerkt, dass ich immer jeden Raum so ein bisschen durchgehe sozusagen. Und genau. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt auch gerne machen. Würde ich mich auch auf jeden Fall sehr freuen, und dann verpasst ihr auch keine Videos, wenn ihr noch die Glocke aktiviert, ist ja auch kostenlos. Und ja, ansonsten habe ich dann die Spülmaschine vorhin ja ausgeräumt und das Geschirr dann wieder verräumt, und dann ja, hatte ich immer noch Zeit, und deshalb habe ich dann auch noch die Küche sauber gemacht, also die Fronten. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier noch sieht, weil bei mir dann der Akku leer gegangen ist. Aber ich hatte auf jeden Fall die Fronten dann noch sauber gemacht von der Küche und den Boden gewischt, und ich habe mich danach dann wirklich wieder wohlgefühlt. Ich war sehr zufrieden mit mir an diesem Tag, dass ich das erledigt habe, und ja, man hat so ein bisschen wieder ein besseres Lebensgefühl, wenn es zu Hause wieder wohnlicher aussieht. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen, und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bis dann, ihr Lieben, macht's gut. Tschüss.